Kennt ihr solche Problemchen, wo eure Ebenen irgendwie nicht genau übereinander passen und ihr werdet langsam wahnsinnig, woran das liegt? Ich helfe euch heute damit, Abhilfe zu schaffen. Guten Morgen, Servus, grüßt euch. Heute geht es um Bodenplatten, meistens in Tiefgaragen, die so eine Form haben, dass in der Mitte einfach ein Gefälle ist und außen ist es höher. Dazu machen wir noch ein Plateau dazu und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch, wenn ihr das Ganze liked, kommentiert und bei euren Freunden teilt. Ansonsten habt ihr sowieso 7 Jahre schlechtes BIM. So, jetzt gebe ich euch noch 3 Sekunden und dann verschwindet mein Kopf und dann geht es auch gleich los. Ja, da waren die 3 Sekunden wahrscheinlich schon um. So, wir haben hier erstmal den Grundriss. Hier habe ich mir noch eine Isometrie erstellt, auch im Drahtmodus. Ohne Perspektive, denn das brauchen wir ein bisschen zum Modellieren. Nun wollen wir mit einem freien Ebenenpaar beginnen und nicht mit diesen Bezugsebenen. Das hat den Grund, dass wir nicht einzelne Ebenen hier erzeugen und dann eine Bodenplatte in dem Teil machen, eine Bodenplatte hier und die schmiegt sich dann an der Ebene. Nein, wir wollen einfach eine Bodenplatte drüber ziehen und die soll sich an diese freien Ebenen anschmiegen. Ja, wie starten wir das Ganze? Mit freies Ebenenpaar. Das findet ihr im Ingenieurbau, Brückenbau und auch in der Architektur im Rohbaubereich unter Dach und dort freies Ebenenpaar. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder mit der Lupe suchen. Hier freies Ebenen reicht und dann könnt ihr hier das Ganze euch in der Actionbar anzeigen lassen. Ihr könnt das hier aktivieren, je nachdem wie ihr wollt. So. Dann starten wir das Ganze. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, da hier irgendwas abzuklappern und dann auch nachträglich die Punkte und Höhen zu modifizieren. So habe ich das jahrelang gemacht, aber ich habe mir jetzt angeeignet, das Ganze von Grund auf richtig zu machen. Dazu gehe ich hier gleich in die Eigenschaften rein mit einem Klick und habe jetzt hier die Möglichkeit, standardmäßig schaut es meistens so aus, die Möglichkeit hier etwas einzustellen. Das erste ist zum Beispiel, dass ich eine Höhenquote angebe. Das zweite ist, da soll ein Abstand sein. Also wenn ich hier oben 2,50 Meter habe, könnte ich jetzt hier 0,25 eingeben und dann wäre diese Höhenquote fix und unten wäre immer die 25 dran geheftet. Oder wie in unserem Fall, wir wollen oben eine Schräge abbilden und das Ganze, ja, haben wir eigentlich schon richtig eingestellt. Oben wird es schräg. Und unten wollen wir eine Plattenstärke angeben. Jetzt müssten wir nur noch ausrechnen, wie viel das wäre, denn unsere Plattenstärke wird ja eigentlich so schräg gemessen. Sagen wir mal 0,25, dann ist das hier. Nee, wir müssen gar nichts rechnen. Klar, wir können hier einfach diesen Button anklicken und jetzt wird einfach so rüber gemessen. Und ja, machen wir doch die Plattenstärke 0,25 oder 0,30, ist völlig egal. Und jetzt wird es aber schwierig. Jetzt müssten wir X und Y-Koordinaten angeben und dort die Höhen. Ist ja völliger Schwachsinn, denn jetzt müssen wir hier einfach die ganzen X und Y-Koordinaten uns abmessen und auf einen Zettel schreiben. Lassen wir mal lieber, oder? Wir holen uns das einfach über diese Pipette. Ja, jetzt brauchen wir den ersten Punkt. Ich habe hier schon mal in 2D aufgerissen, was wir haben. Ist im selben Teilbild wie in der Bodenplatte. Vielleicht wäre es auf einem anderen Teilbild besser gewesen, aber mein Gott, so ist es eben. Ja, jetzt haben wir hier die Angaben. Hier ist die 240. Hier wissen wir gar nicht, wie hoch das Ganze ist, denn es wird ja im Gefälle sein. Dann klicken wir halt diesen Punkt an, den wir kennen. Und der ist hier auf minus 2,40 Meter. Einmal klicken. Und jetzt können wir hier links unten wieder die Höhe eingeben. Dort löscht man das vorhandene raus, die 2,50 Meter, und geben hier ein minus 2,4. Wunderbar. Der zweite Punkt ist hier. Und auch hier minus 2,4. Das kann ich einmal bestätigen. Jetzt klingt der Wecker. Ich bin mich heute eine Stunde früher wach, vor dem Wecker. Passiert auch selten. Und jetzt kann ich eine Neigung angeben. Macht das lieber nicht, klickt lieber noch einen dritten Punkt an, zum Beispiel wie hier, und gibt hier minus 2,50 Meter an. So, jetzt haben wir unsere ganzen Koordinaten und bestätigen einmal. Und jetzt müssen wir gegen den Uhrzeigersinn das Ganze nochmal aufziehen. Jetzt starten wir nicht hier, wo wir es abgegriffen haben, sondern hier. Hier.
Und hier. Und ich kann sogar noch den letzten Punkt hier angeben, weil der auf der -250-Kante liegt. Und ich escape einmal. Und jetzt sehen wir hier wunderschön, unsere Ebene wurde erzeugt. Natürlich geben wir das jetzt nicht zweimal hier unten ein, sondern wir kopieren und spiegeln uns die eine Ebene. Also kopieren und spiegeln auswählen. Die Ebene einmal anklicken. Und jetzt brauchen wir eine Spiegelachse. Ich nehme dazu einfach diesen Punkt und ich drehe mir das dann immer so hin, wie das dann passt. Habe hier die Kontrolle und schaut aus wie so ein Schmetterling. Wunderbar. Unser Problem ist jetzt, diese Punkte müssten jetzt eigentlich hier entlang geführt werden und nicht hier schräg durch. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja, mein Problem ist jetzt einfach, dass ich die 2D-Zeichnung im selben Teilbild habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal etwas verschieben. Das heißt, ich verschiebe jetzt diese Ebene um einen Meter oder um 2 Meter nach rechts. Jetzt punktmodifiziere ich diesen Punkt, minus 1 Meter, und verschiebe die Ebene wieder zurück, minus 2 Meter. Das habe ich jetzt eigentlich nur machen müssen, weil ich halt diese 2D-Zeichnung auf demselben Teilbild habe. Und jetzt kann ich hergehen mit Punkte modifizieren, oh, das muss ich mir mal merken, ich sage immer Punktmod. Punkte modifizieren. Jetzt hole ich mir diesen Punkt, diesen einen. Und jetzt muss ich wieder von bis angeben. Also von hier nach hier. Rechtsklick, X fest. Und jetzt kann ich hier runtergehen und habe die richtige Höhe und die richtige Delta X Koordinate abgegriffen. Ja, jetzt fehlt uns hier noch ein Punkt, den können wir ganz einfach einfügen. Dazu gibt es wieder eine schlaue Funktion, nämlich Linie knicken. Linie knicken, wir wollen diese Kante noch mit einem Polygon bestücken. Da klicken wir jetzt einfach mal rein und dann können wir das Ganze hier hinziehen und wir sehen wunderbar, wie das Ganze hier ausschaut. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Ebene und hier eine Ebene. Hier funktioniert es ähnlich und hier wird es dann echt spannend. So, jetzt müssen wir hier kurz unterbrechen in eigener Sache. Ich programmiere ja und editiere und erstelle ja gerade auf höchster Priorität die CS Concept Bodies Ingenieurbau. Das ist ein Bürostandard für Allplan. Da habt ihr nicht nur clevere Assistenten und Bauteile, die perfekt attribuiert sind, sondern auch Auswertungslisten, Legenden, Reports, das Tool BIM-Attribut Manager und auch ein tolles Vorlaufprojekt. Alles in allem könnt ihr euch informieren, wann das Ganze rauskommt. Ich habe euch einen Link unten eingefügt auf LinkedIn in den Kommentaren oder auf YouTube in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch einfach kostenfrei eintragen, wenn ich euch persönlich eine E-Mail schreiben soll, sobald das Produkt erhältlich ist. Dann könnt ihr euch selber informieren, ob das was für euch ist oder nicht. Könnt euch in Webinars eintragen und so weiter und so fort. Das ist in eigener Sache. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Jetzt wurde ich kurz unterbrochen. Jetzt bin ich wieder zurück am PC. Was ihr mit der Info macht, ist euer Sache. Ist euer Sache. Wir erzeugen jetzt dieses Dreieckchen und dieses hier und dann machen wir noch das Plateau. Das wird herausfordernd. So, freies Ebenenpaar. Aufnahme ist schon gestartet, Gott sei Dank. Ich habe das Ganze heute schon mal aufgenommen, ohne dass ich auf Aufnahme geklickt habe. So, freies Ebenenpaar wieder aktivieren. Wir gehen wieder in die Eigenschaften rein. Wir haben hier wieder oben die Schräge. Hier wollen wir das Ganze den Abstand so machen und hier wieder die 0,25 eingeben. Wunderbar. Die Koordinaten holen wir uns wieder mit der Pipette, logisch. Da klicken wir jetzt einfach hier rein. Hier die minus 2,50 m eingeben, einmal mit Enter bestätigen, den zweiten Punkt abgreifen, der ist ja hier. Ne, der ist nicht hier. Nein, der ist hier. Nein, alles zurück. Nochmal. Minus 2,50 m, unser Punkt ist nämlich hier und nicht hier. Sonst kennt ihr das, wenn die Ebene so um 0,0001 mm variieren. Das passiert, wenn ich jetzt diesen Punkt abgegriffen hätte. Ich muss hier hin. Also, zweiter Punkt, du bist hier. Minus 2,4. Dritter Punkt, du bist hier. Minus 2,4. Wunderbar. Und ich bestätige. Und jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn.
das Ganze aufziehen. Und wenn ihr nicht wisst, wie der Gegenuhrzeigersinn ist, der ist genau gegenüberliegend zum Uhrzeigersinn. Schön haben wir gelacht. Escapen. Und jetzt überprüfen wir das Ganze, ob das schön sauber. Der schaut gut aus, oder? Wow. Also die Punkte liegen sauber aneinander. Gute Kontrolle. So gefällt es mir. Das wollen wir haben. Jetzt spiegelt das Ganze wieder rüber. Hier. Und am besten hier den Punkt einfach abgreifen, ohne dass ihr irgendwas klickt. Dann erst Rechtsklick, Mittelpunkt und jetzt hierhin. Wieder Linksklick und jetzt können wir das Ganze einfach mit dieser Drehung so rüber spiegeln. Wunderbar. Einmal mit Linksklick bestätigen und wir haben das Ganze von links nach rechts rüber gespiegelt. Ich muss das Ganze wieder verschieben, da ich diesen Punktmodifizierungszeug nicht machen kann, weil ich sonst das 2D zerlegen würde. Also verschiebe ich diese Ebene wieder um 1 Meter nach rechts. Ich punktmodifiziere wieder diesen Punkt. Gehe ich 1 Meter nach oben. Ich verschiebe das Ganze wieder zurück. Minus 1 Meter. So. Und jetzt kann ich dann diesen Punkt wieder punktmodifizieren. Ich mache wieder Rechtsklick, X fest, damit ich hier wieder mein Raster habe. Und klicke einfach zum Beispiel hier hin. Und jetzt haben wir den Punkt wieder da. Linie knicken. Logisch, wir holen uns noch einen zweiten Punkt dazu. Oder einen vierten eigentlich in dem Fall. Genau, und dann haben wir das Ganze. Und jetzt wird es wirklich trickreich, denn dieses Plateau hat es in sich. Das wird ja oben gerade gemacht und unten soll es die Schräge von der Fläche übernehmen und von der Fläche. Da haben wir jetzt schon einen Sonderfall. Damit wir das Ganze machen können, müssen wir uns hier dieses Plateau etwa so, ja, komm, wir machen es mal größer. Damit wir die Punkte auch gut abgreifen können. Gott. Jetzt hole ich mir wieder ein freies Ebenenpaar. Gehe wieder in die Eigenschaften rein. Hole mir eine Koordinate oben. Die liegt auf 2,40 Meter im Minusbereich. Also minus 2,4. Einmal bestätigen. Und unten soll das Ganze jetzt schräg werden. Und diese Punkte müssen wir jetzt uns abgreifen, wieder über die Pipette, ganz klar. Wir merken uns, die Oberkante liegt ja fest auf minus 240 und wir müssen die untere Ebene modifizieren. Das heißt, wenn wir jetzt mit der Pipette etwas abfahren, müssen wir die untere Seite modifizieren. Wir werden dazu zwei Ebenen benötigen, die trennen wir hier einmal in der Mitte ab, denn wir brauchen hier dieses Gefälle von dem Plateau, von der Fläche und einmal in der Hälfte brauchen wir das Ganze von der Fläche. Jetzt fangen wir mit der Fläche hier an. Das heißt, wir greifen die Punkte ab und das geht am besten hier jetzt in der im Animations- oder gedrehten Modus vom Drahtmodell. Allerdings müssen wir jetzt den Navigationsmodus oder den Bewegungsmodus deaktivieren. Sonst können wir die Punkte gar nicht abgreifen. Der erste Punkt ist unten, also immer die unteren Punkte abgreifen. Der zweite Punkt ist auch hier. Und der dritte Punkt ist hier. Dadurch weiß jetzt Allplan das ganze Gefälle, wie das Ganze hier verläuft und hier verläuft. Und wir können das einfach weiterziehen. Wir bestätigen einmal mit OK. Und wir können jetzt hier anfangen, im Grundriss das Ganze wieder aufzuziehen gegen den Uhrzeigersinn. Und hier escape ich wieder und escape nochmal und da schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze ausschaut. Ja, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wir können das jetzt nicht einfach spiegeln, denn hier haben wir ein anderes Gefälle als hier, weil hier sozusagen die Breite anders ist als hier. Okay, also müssen wir das Ganze nochmal einfach erzeugen. Deswegen fahre ich mir das Ganze so hin und wir starten wieder mit freies Ebenenpaar. Wir gehen in die Eigenschaften rein, holen uns oben wieder die Oberkante und über die Pipetten fahren wir das Ganze wieder ab. Wir deaktivieren den Navigationsmodus. Unterer Punkt, unterer Punkt, unterer Punkt. Wunderbar. Einmal mit OK bestätigen und wir fahren das Ganze wieder auf gegen den Uhrzeigersinn und escapen. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Schaut gar nicht mal schlecht aus. Oben ist das Plateau gerade, aber damit wir es natürlich besser sehen können,
holen wir uns jetzt einfach eine Bodenplatte. Ja, Doppelrechtsklick. Und das kann ich jetzt einfach hier aufziehen, indem dass ich einfach nur die zwei Eckpunkte anklicke, Escape. Und jetzt schauen wir uns vielleicht am besten in der Animation an. Jetzt sehen wir, nur wenn wir mit der Maus drüber gehen, sehen wir hier die Ebenen, dass die einzeln sind. Ansonsten schaut das Ganze so aus. Ich glaube, das ist ziemlich korrekt geworden. Wenn ihr das auch glaubt, dann lasst doch bitte gerne ein Like da. So habt ihr wenig Probleme mit diesen Punkten, die nicht eindeutig übereinander stehen. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.